Ich habe mit dir Gedanken aus der Bibel teilen, und zwar aus Psalm 16. Psalm 16, Vers 8 bis 9 steht: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sich ruhen. Ich glaube, jetzt, gerade in dieser Situation, ist die beste Zeit, um Gott zu suchen, um ihn vor unseren Augen zu haben. Es steht da, weil er zu meiner Rechten ist und ich ihn alle Zeit vor Augen habe, wanke ich nicht. So gerade dort, wenn wir in dieser Situation vielleicht merken, oh, mein Herz wankt und weiss nicht so genau, Sorgen kommen vielleicht, du weißt, wie geht es weiter. Das ist der beste Moment, um ihn zu suchen, um mit den Augen von deinem Herz Jesus anzuschauen. Weil dort, wo wir ihn suchen, ihn anschauen, dort wird unser Herz fest, wir haben Frieden, wir wanken nicht. Psalm 16, Vers 11 steht nachher: Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ich meine, das ist doch da, wo wir suchen. Wir suchen die Freude in der Fülle, liebliches Wesen zu seiner Rechten für immer. Das ist so genial. In dieser Zeit sind nicht irgendwelche News, Nachrichten, dass es vielleicht ein bisschen weniger schlimm ist, das, was uns hilft. Nein, es ist, dass wir Jesus suchen, vor seinem Angesicht Freude in der Fülle finden, unser Herz ihn anschaut, fest wird. Das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit. Ihn als Person, seine Gegenwart, sein Angesicht suchen. Dort finden wir das, was wir brauchen. Gerade jetzt in dieser Zeit, selbstverständlich auch das, was wir brauchen nach dieser Zeit. Freude in der Fülle ist vor ihm. Er ist nicht irgendein Konzept, nicht irgendeine Theorie. Jesus ist eine Person und er ist kraftvoll und er wird unser Leben verändern. Ich glaube, Jesus liebt dich, er hat einen genialen Plan für dein Leben und jetzt ist der beste Moment, um ihn, sein Angesicht und seine Gegenwart zu suchen.